Graf de Chagny war ein gut aussehender Mann von 41 Jahren. Frauen behandelte er mit ausgesuchter Höflichkeit, Männer etwas von oben herab. Er hatte ein gutes Herz und ein rechtschaffenes Gewissen. Durch den Tod des betagten Vaters wurde er Oberhaupt einer der erlauchtesten und ältesten Familien Frankreichs. Das Familienvermögen war beträchtlich und Graf de Chagny sollte diese Erbschaft verwalten. Seine beiden Schwestern und sein Bruder Raoul wollten nichts von einer Teilung dieses Vermögens wissen und beharrten weiter auf einer Gütergemeinschaft. Graf Philippe kümmerte sich persönlich um die Erziehung seines jüngeren Bruders Raoul. Dieser besuchte die besten Schulen und machte eine Weltreise ohne Zwischenfälle. Während eines Sommerurlaubs an der Küste lernte Raoul ein wunderschönes Mädchen kennen, das auch wundervoll singen konnte. Es war Christine. Christine Daae. Es wehte ein starker Wind, als sie den Strand entlang liefen, und Christines Schal wurde ins Meer gerissen. Der kleine junge Raoul lief seinem Kindermädchen davon, stürzte sich angezogen ins Meer und brachte den Schal zurück. Das Kindermädchen empörte sich, aber Christine lachte aus vollem Hals und umarmte den kleinen Jungen. Das war das erste Zusammentreffen zwischen Christine Daae und Raoul, dem Vicomte de Chagny. Seitdem liebte Raoul Christine aufs Innigste. Aber es sollte noch ein langer, schmerzvoller Weg sein, bis die beiden Liebenden zueinander finden konnten. Christine und Raoul verloren sich aus den Augen. Doch ihre Wege kreuzten sich wieder in der Pariser Oper. Graf Philippe de Chagny war ein Freund der schönen Künste. Er verkehrte oft in der Pariser Oper, traf sich mit Sängerinnen und Tänzerinnen. Seine überaus galante Art war bei allen Damen sehr beliebt. Eines Abends wurde in der Oper eine Abschiedsgala gefeiert, zu Ehren der zurücktretenden Direktoren Debienne und Poligny. Es sollte ein rauschendes Fest werden. Graf de Chagny sah man in der Begleitung der gefeierten Prima Ballerina Sorelli. Natürlich war auch sein Bruder Raoul eingeladen, welcher sehr gerne mitkam, da er mittlerweile wusste, dass seine so sehr geliebte Christine als Sängerin in der Oper auftreten würde. Gerade dieser Galaabend sollte für Christine ein besonderer Erfolg werden. Die Starsängerin Carlotta war an diesem Abend indisponiert. Dafür durfte Christine einspringen. Es war ein sensationeller Erfolg und ihr Auftritt wurde zum Triumph. Christine verausgabte sich derart, dass sie am Ende ihres Auftritts ohnmächtig in ihre Garderobe geleitet werden musste. Niemand durfte die Garderobe von Christine betreten, mit Ausnahme des herbeigeeilten Arztes und Raoul, der selbstsicher eintrat. Der Arzt war sicher, dass Raoul ein intimer Freund von Christine war, da sich dieser sofort über das Bett der ohnmächtigen Christine beugte. Umso mehr war er überrascht, als Christine ihre Augen wieder öffnete. Wer sind Sie? Erkennen Sie mich nicht mehr, liebste Christine. Ich bin es, Raoul. Ich habe vor Jahren Ihren Schal aus dem Meer gerettet und seither liebe ich nur mehr Sie. Bis heute habe ich es nicht gewagt, Ihnen meine Liebe zu gestehen. Aber nun, nach diesem triumphalen Erfolg und dem gefährlichen Zusammenbruch, kann ich nicht anders. Aber Monsieur, ich bitte Sie. Christine, wenn Sie mich wiedererkennen, möchte ich Ihnen etwas unter vier Augen sagen. Etwas sehr Wichtiges. Wenn es mir besser geht, Monsieur, einverstanden? Hätten Sie bitte die Güte. Sie müssen jetzt gehen, damit ich Christine behandeln kann. Ich bin nicht krank. Ich danke Ihnen, Doktor. Ich möchte jetzt alleine sein. Bitte gehen Sie jetzt beide. Lassen Sie mich allein. Ich bin heute Abend sehr nervös. Der Arzt wollte protestieren, aber angesichts der Gemütsverfassung, in der sich die junge Dame befand, hielt er es für das Beste, nicht zu widersprechen. Zusammen mit dem völlig niedergeschlagenen Raoul ging er auf den Korridor und verabschiedete sich von dem jungen Mann, der alleine zurückblieb. Inzwischen war es auf den Gängen leer und ruhig geworden. Alle hatten sich zur Abschiedsfeier im Foyer der Oper versammelt. Raoul wartete in der Stille und Einsamkeit. Er versteckte sich im Schatten einer Türnische. Warum wollte Christine ihn nicht erkennen? Raoul schlich sich mit angehaltenem Atem zur Garderobe zurück und lauschte angestrengt.
Da hörte er plötzlich eine Männerstimme, die herrisch sagte: Christine, du musst mich lieben. Wie können Sie das zu mir sagen? Zu mir, die ich nur für Sie singe? Du musst sehr müde sein. Ach, heute Abend habe ich meine ganze Seele gegeben. Ich bin wie tot. Deine Seele ist sehr schön, mein Kind. Heute Abend haben die Engel geweint. Raoul war gerührt und gebrochen zugleich. Wer war dieser Mann, der dies zu Christine sagte? Er presste beide Hände gegen seine Brust, um das pochende Herz zu beruhigen. Wie geistesabwesend stand Raoul da. Er versteckte sich erneut in der dunklen Türnische vis-à-vis. Er war fest entschlossen zu warten, bis der Mann die Garderobe verlassen würde. Er liebte Christine und wollte wissen, wer der Mann hinter der Tür war. Zu seinem großen Erstaunen öffnete sich die Türe und Christine Daae trat heraus. Sie war allein. Sie ging an Raoul vorbei, aber er folgte ihr nicht. Er wartete, wer noch die Garderobe verlassen würde. Aber es folgte niemand. Schließlich fasste er Mut und stieß die Tür auf. Er schlug sie rasch hinter sich wieder zu und stand nun im Dunkeln. Warum verstecken Sie sich? Sie kommen hier nicht heraus, ehe ich es zulasse. Wenn Sie mir nicht antworten, sind Sie ein Feigling, aber ich werde Sie entlarven. Raoul steckte schließlich ein Streichholz an und beleuchtete die Garderobe. Dann zündete er die Lampen an. Er ging ins Badezimmer, riss die Schränke auf, suchte, aber fand nichts. Mein Gott, ich bin verrückt geworden. Ohne dass Raoul es wusste, war dies seine erste Begegnung mit dem Phantom der Oper. Indessen fand die Abschiedsfeier der beiden scheidenden Operndirektoren Debienne und Poligny statt. Alles, was im damaligen Paris gesellschaftlich oder künstlerisch Rang und Namen hatte, steuerte zur Verwirklichung dieses ausgesuchten Programms bei. Die Prima Ballerina Sorelli wollte gerade zu ihrer Ansprache ansetzen, als ein Zwischenruf eines Ballettmädchens das Lächeln der Direktoren so brutal wegwischte, dass ihre Verzweiflung und ihr Schrecken allen enthüllt wurde. Das Mädchen schrie entsetzt und deutete dabei mit dem Finger in die Menge der Anwesenden auf ein bleiches, schauriges, hässliches und hohläugiges Gesicht. Doch man lachte darüber. Man drängte zu ihm hin. Man wollte dem Phantom der Oper etwas zu trinken anbieten, aber es war verschwunden. Es war in der Menge untergetaucht und man suchte es vergeblich. Die Menge war in so guter Stimmung, dass dieser Vorfall sofort vergessen wurde. Nur die beiden zurücktretenden Direktoren der Oper, Debienne und Poligny, wussten, dass es ernst war. Sie hatten beide schon Bekanntschaft mit dem Phantom der Oper gemacht. Unter anderem mussten sie eine monatliche Zahlung von 20.000 Francs leisten und die erste Rangloge Nummer 5 für das Phantom der Oper freihalten. Da sie dies alles befolgten, konnten sie in Frieden mit dem Phantom auskommen. Das Phantom der Oper bestimmte auch manchmal den Spielplan und wer die Hauptrollen zu singen hatte. Noch an diesem Abend informierten die beiden scheidenden Direktoren der Oper die beiden neuen Direktoren, Monsieur Armand Monchamin und Firmin Richard. Es bestand ein sogenannter Pachtvertrag mit festgelegten Bedingungen zwischen dem Phantom der Oper und der Direktion. Über diesen wurden die beiden neuen Direktoren genauestens informiert. Die beiden Direktoren belächelten diesen Pachtvertrag nur und nahmen an, dass es sich um einen Scherz handle. Christine Daae hatte das Phantom der Oper noch nie gesehen. Ungefähr 3 Monate zuvor hörte Christine durch die Wand ihrer Garderobe das erste Mal die Stimme des Phantoms. Christine, du hast eine wunderbare Stimme. Ich werde aus dir einen geschliffenen Diamanten machen. Du musst mir aber versprechen, dass du immer nur für mich singst. Christine versprach es. Und so erhielt sie Tag für Tag Gesangsunterricht durch die Wand ihrer Garderobe. Währenddessen durfte sie sich als kleine Sängerin auf der Opernbühne nichts von der hohen Kunst, welche ihr das Phantom bereits beigebracht hatte, anmerken lassen. Erst bei der großen Abschiedsgala durfte sie sich präsentieren.
Natürlich hatte auch hier das Phantom seine Hand im Spiel, dass die berühmte Carlotta nicht auftreten durfte, sondern die kleine, unbekannte Christine Daae. Noch in der Nacht des großen Erfolgs von Christine verschwand sie mehrere Tage. Niemand wusste, wo sie war. In derselben Nacht hatte sie das Phantom der Oper durch eine geheime Spiegeltür ihrer Garderobe in die Tiefen der Pariser Oper entführt. Nicht aus Bösartigkeit, sondern aus purer Liebe. Denn das Phantom der Oper liebte Christine ihrer Stimme wegen. Wer war das Phantom der Oper? Es war Erik, der Sohn eines Bauunternehmers. Schon früh lief er von zu Hause weg, wo seine Hässlichkeit nur das Grauen der Eltern hervorrief. Eine Zeit lang tat er auf Jahrmärkten auf als lebender Leichnam. Dabei ist er durch ganz Europa gereist. Er erhielt währenddessen eine Ausbildung als Zauberkünstler und Gaukler. Von den Zigeunern lernte er wunderschön zu singen und auch Bauchreden. Eines Tages gelangte er nach Asien, wo sein Ruhm bis in die Mauern des Palastes von Manzendaran drang. Er wurde eingeladen, einen Palast durch viele Zaubertricks entstehen zu lassen. Dieser Wunderpalast hatte viele Eingänge, Geheimtüren, Falltüren, Folterkammern, welche nicht als solche zu erkennen waren. Als Erik mit dem Plan der Errichtung fertig war, sollte er zusammen mit den Bauarbeitern vom Leben zum Tode befördert werden, um all diese Geheimnisse mit ins Grab zu nehmen. Erik hatte aber einen Retter in letzter Not und konnte dadurch zurück nach Europa fliehen. Dieser Retter war der Perser. Ein dunkelhäutiger Mann, der sich später ebenfalls in Paris niederließ und stets in der Pariser Oper zu sehen war. Erik kam nach Paris und wurde gewöhnlicher Bauunternehmer. Da die berühmte Pariser Oper gerade in Planung stand und die Bauarbeiten begannen, bewarb sich Erik, den Unterbau der Pariser Oper zu übernehmen. Er träumte von einer den Menschen unbekannten Wohnung, die ihn für immer vor allen Augen verbergen sollte. Unter dem ganzen Stadtteil verlief eine Wasserader. Das Untergeschoss der Oper war 5 Stockwerke tief. Um zu vermeiden, dass das Wasser, das die Konstruktion umgibt, in unmittelbaren Kontakt mit der gesamten Mauer der Unterbühne kam, deren Holzwerk, Schlosserarbeiten und aquarelle Farbkulissen besonders vor Feuchtigkeit zu schützen waren, sah sich der Architekt gezwungen, überall Doppelwände anzubringen. Zu deren Einrichtung benötigte man ein ganzes Jahr. Eriks mysteriöse Behausung in der Tiefe wurde in die Doppelwände eingemauert, die aus einem massiven Fangdamm, einer Backsteinmauer mit einer dicken Zementschicht und einer zweiten, mehrere Meter dicken Mauer bestand. Im untersten Geschoss breitete sich eine vom Grundwasser gespeicherte Art künstlicher See aus, direkt vor Eriks Wohnung. Man konnte diese also nur über den See erreichen oder über geheime Falltüren vom Obergeschoss herab, welche aber nur Erik kannte. Aber davon später. Nun zurück in die Oberwelt. Sehnsüchtig, voller Liebe zu Christine, suchte Raoul täglich ihre Kabine auf. Aber Christine war nicht da. Raoul konnte dies nicht verstehen. Erst nach Tagen traf er Christine wieder, die in ihrer Garderobe saß, als wäre nichts geschehen. Er bedrängte sie und wollte wissen, wo sie gewesen wäre und ob sie ihn liebe. Lieber Raoul, ich kann hier nicht mit dir reden. Aber glaube mir, ich bin dir zugetan. Komm morgen wieder. Und ich werde mit dir einen Ausflug in die oberen Stockwerke der Oper wagen. Ich werde dir alles erzählen. Aber Christine, warum können wir keinen Ausflug in die Natur machen? Ich darf die Oper nicht verlassen. Mit diesen Worten bat sie Raoul, ihre Garderobe zu verlassen und morgen wiederzukommen. Sie hatte Erik versprochen, die Oper nicht zu verlassen. Sie hoffte, mit Raoul in den oberen Geschossen ungestört vor Erik zu sein und wollte ihm dann ihre Geschichte erzählen. 3 Tage zuvor verbrachte Christine im Reich des Phantoms der Oper. Erik brachte sie in seine Wohnung. In einem Kahn ruderte er sie zum Eingang
und zeigte ihr ein wunderschön eingerichtetes Zimmer. Auf dem Tisch standen frische Blumen und im Badezimmer hatte sie Warm- und Kaltwasser. All dies hatte das Phantom der Oper vorbereitet für seine Christine. Erik offenbarte Christine immer und immer wieder seine Liebe. Sein Gesicht war von einer schwarzen Maske verdeckt. Nur die leuchtenden Augen starren hervor. Christine, dir droht keine Gefahr, solange du nicht an meine Maske kommst. Versuche nie, mich ohne Maske zu sehen. Dann begann Erik zu singen. Er hatte die Harfe ergriffen und er sang mit Menschen- und Engelsstimme zugleich. Für Christine gab es nur mehr diese Stimme, die sie berauschte. Dann schlief sie ein. Als sie wieder erwachte, war sie allein, gefangen in Eriks Wohnung, tief unter der Pariser Oper. Auf der Kommode lag ein mit roter Tinte geschriebener Zettel. Meine liebe Christine, mach dir keine Sorgen über dein Schicksal. Du hast auf der ganzen Welt keinen besseren und respektvolleren Freund als mich. Augenblicklich bist du allein in dieser Wohnung, die dir gehört. Christine rannte wie besessen in der kleinen Wohnung herum und versuchte vergeblich einen Ausweg zu finden, als plötzlich Erik zurückkam. Er kam mit Schachteln und Paketen beladen, während Christine ihn mit Beschimpfungen überschüttete und aufforderte, seine Maske abzusetzen. Du wirst Eriks Gesicht nie erblicken. Dann nahm Christine ein Bad und begab sich anschließend ins Speisezimmer, wo ein ausgezeichnetes Mahl auf sie wartete. 5 Tage sollst du hier bleiben und dich der Musik widmen. 5 Tage? Und danach werde ich frei sein? Ja, du wirst frei sein, Christine. Denn nach Ablauf der 5 Tage wirst du gelernt haben, mich nicht mehr zu fürchten. Christine rührte der Ton, mit dem das Phantom die letzten Worte sagte. Sie sah freundlich zu der Maske auf und konnte die Tränen erkennen, die am unteren Rand der Maske hervorrannen. Dann reichte er Christine die Hand, aber sie zog sie heftig zurück und stieß einen Schrei aus. Was sie nämlich berührt hatte, war zugleich feucht und knochig und roch nach Tod. Komm, Christine, das ist mein Zimmer. Es ist recht merkwürdig, sieh es dir aber an. Christine war es, als ob sie in ein Sterbezimmer eintrete. Die Wände waren von oben bis unten schwarz behangen und in der Mitte des Raums war ein Baldachin mit Vorhängen aus rotem Brokat. Und darunter ein offener Sarg. Darin schlafe ich. Im Leben muss man sich an alles gewöhnen, sogar an die Ewigkeit. Die Klaviatur einer Orgel nahm eine ganze Wandfläche ein. Auf dem Notenpult stand ein mit roten Noten vollgekritzeltes Heft. Das Phantom der Oper komponierte seit 20 Jahren an einem Stück. Wenn es fertig ist, nehme ich es mit in diesen Sarg. Und dann werde ich nicht mehr erwachen. Dann müssen Sie aber möglichst selten daran arbeiten. Manchmal arbeite ich 14 Tage und Nächte hintereinander daran, in denen ich ganz für die Musik lebe. Und dann ruhe ich mich wieder jahrelang aus. Daraufhin kehrten sie wieder in den Salon zurück. In der ganzen Wohnung gab es keine Spiegel. Dann stimmte das Phantom das Duett aus Othello an und schon musste Christine mitsingen. Christine trat auf ihn zu, wurde von ihm angezogen, fasziniert. Aber vor dem Sterben wollte sie einen letzten Blick mitnehmen, jene unbekannten Züge kennenlernen. Sie wollte das Gesicht zur Stimme sehen. Plötzlich riss sie dem Phantom die Maske herunter. Erik, das Phantom, schrie vor Höllenschmerz und teuflischer Wut auf. Was für ein Anblick für Christine. Es war so, wie wenn ein Totenkopf zum Leben erwacht wäre und die 4 schwarzen Löcher seiner Augen, seiner Nase, seines Mundes schienen heftige Wut und seinen dämonischen Zorn auszudrücken. Schau nur hin! Du hast es sehen wollen! Sieh dir dieses grauenhafte Gesicht an! Weide deine Seele in meiner verfluchten Hässlichkeit! Jetzt kennst du das Gesicht zur Stimme. Ihr seid alle zu neugierig. Wenn eine Frau mich so gesehen hat wie du, gehört sie mir. Dann liebt sie mich immer und ewig. Du meinst wohl, dass ich noch immer eine Maske trage, wie? Nein, das ist mein Kopf und keine Maske. Christine, wisse, dass ein Kadaver dich liebt, dich anbetet, dich nie und nimmer verlässt. Erik, zeigen Sie mir ruhig Ihr Gesicht. Ich schwöre Ihnen, dass Sie der schmerzensreichste und erhabenste aller Menschen sind.
Und wenn Christine Dye fortan bei ihrem Anblick erschauert, so wird sie an ihr wunderbares Genie denken. Da drehte sich Erik um, denn er glaubte Christine. Er sank ihr zu Füßen und stammelte Liebesbeteuerungen. Er küsste den Saum ihres Kleides und sah nicht, dass sie dabei ihre Augen schloss. Diese Tragödie wiederholte sich 14 Tage lang. 14 Tage lang log Christine ihn an. Aber nur um diesen Preis konnte sie ihre Freiheit wiedererlangen. Allmählich war das scheinbare Treueverhältnis so gewachsen, dass das Phantom mit Christine am Ufer des Totensees spazieren ging oder auf dessen bleiernen Wasser mit dem Kahn ruderte. Dann ließ Erik Christine wieder an die Oberwelt zurück. Aber sie musste versprechen, am Abend wiederzukommen und die Oper nicht zu verlassen. Am nächsten Spätnachmittag war Raoul pünktlich in Christines Garderobe zur Stelle. Sie deutete ihm an, nichts zu reden. Und sie brachen sofort in die oberen Stockwerke der Pariser Oper zu einem Ausflug auf. Dieses riesige Gebäude besteht aus 7 Stockwerken über der Erde. Und so dauerte es einige Zeit, bis sie am Dachboden anlangten. Es gelang den beiden auch, das Dach der Pariser Oper zu erreichen. Die beiden jungen Menschen setzten sich unter ein geschütztes Vordach und Christine erzählte Raoul, was in den letzten beiden Wochen geschehen war. Dazwischen beteuerte sie aber immer wieder, dass sie nur Raoul liebe. Dabei sank die Sonne und der Abend brach langsam an. Im Hintergrund war immer wieder ein Schatten zu sehen und es war so, als ob dieser die beiden beobachten würde. Raoul war nach dieser Erzählung ganz außer sich vor Zorn. Doch Christine musste wieder in die Unterwelt, wie sie es Erik versprochen hatte. In der Zwischenzeit passierten in der Pariser Oper ganz schreckliche Dinge. Die beiden neuen Operndirektoren glaubten ja nicht an den Vertrag mit dem Phantom und machten sich sogar lustig darüber. Als nun wieder eine prachtvolle Vorstellung aufgeführt wurde, versagte plötzlich der berühmten Sängerin Carlotta die Stimme. Oder ein andermal stürzte der große Kronleuchter mitten in den Zuschauersaal und tötete und verletzte mehrere Menschen. All das war die Rache des Phantoms an den neuen Direktoren. Der junge, verliebte Raoul suchte am nächsten Tag wieder die Garderobe Christines auf. Aber sie war nicht da. Doch als er auf sie wartete, erschien plötzlich ein Perser. Der Perser. Monsieur Raoul, ich bin bereit, Ihnen in die Unterwelt der Oper zu folgen, um mit Ihnen den Kampf gegen das Phantom der Oper zu bestreiten. Ich weiß, wer hinter dem Phantom steckt und bin wahrscheinlich der Einzige, der den Kampf aufnehmen kann. Danke, Monsieur. Wir müssen Christine befreien. Sie ist dort unten gefangen. Der Perser kannte all die Tricks mit Falltüren und Spiegeldrehwänden und viele mehr. Bald fand er die geheime Stelle von Christines Garderobe und plötzlich drehte sich der Spiegel grell und blendend. Er riss Raoul und den Perser unwiderstehlich mit sich und warf sie aus der Helle in tiefste Finsternis. Die Wand hinter ihnen drehte sich einmal um sich selbst und schloss sich dann wieder. Die beiden Männer blieben einige Augenblicke unbeweglich stehen und hielten den Atem an. In der Finsternis herrschte ungebrochene Stille. Dann entzündete der Perser eine kleine Laterne und versuchte den Weg in die Tiefe zu leuchten. Folgen Sie mir, Raoul, und machen Sie mir alles nach. Raoul folgte dem Perser, wobei er sich genau an dessen Anweisungen hielt, ohne dass er sie zu begreifen versuchte. Denn er sagte sich, dass der Perser seine einzige Hoffnung sei. Was sollte er auch ohne seinen Begleiter in diesem entsetzlichen Labyrinth anfangen? Sie stiegen immer tiefer hinab. Umso tiefer sie gelangten, desto vorsichtiger schien der Perser zu werden. Regelmäßig drehte er sich um und lauschte nach allen Seiten. Plötzlich erschraken sie fürchterlich.
ein glühendes Gesicht. Nicht nur zwei glühende Augen, ja, ein glühendes Gesicht, das in Kopfhöhe herankam, aber keinen Körper hatte. Das Gesicht sprühte Feuer. Das Flammengesicht, die Höllenfratze, dieser brennende Dämon ohne Körper. Vielleicht schickt uns das Phantom dieses Gesicht. Fliehen wir lieber. Die beiden flohen durch den unterirdischen Gang, der sich vor ihnen öffnete. Als sie nach einigen Sekunden, die wie endlose Minuten verstrichen, an dessen Ende anlangten, blieben sie stehen und drehten sich ängstlich um. Da erblickten sie hinter sich noch immer das Flammengesicht. Gleichzeitig vernahmen sie ein Geräusch wie Zähneknirschen oder so, als ob tausende Fingernägel über eine Wandtafel kratzten. Das Flammengesicht kam immer näher. Jetzt ließen sich seine Züge deutlich erkennen. Die Augen waren kugelrund und starr, die Nase etwas schief, der Mund breit, die halbkreisförmige Unterlippe etwas herabhängend. Wie glitt nur dieser Flammenkopf in Kopfhöhe ohne Körper durch die Finsternis? Der Perser und Raul konnten nicht mehr zurückweichen und pressten sich an die Wand. Die Geräusche wurden immer lauter. Die Geräusche wälzten sich wie Wellen durch das Dunkel an sie heran, umspielten ihre Beine und kletterten unaufhaltsam an ihnen herauf. Da konnten Raul und der Perser ihre Schreie des Entsetzens und des Schmerzes nicht mehr unterdrücken. Sie waren einer Ohnmacht nahe. Da drehte sich das Flammengesicht zu ihnen und rief: Rühren Sie sich nicht! Rühren Sie sich nicht! Folgen Sie mir vor allem nicht! Ich bin der Rattenfänger! Lassen Sie mich mit meinen Ratten vorbei! Schnell verschwand das Flammengesicht wie von der Dunkelheit verschluckt. Der Rattenfänger hatte einfach eine Blendlaterne vor den Kopf gehalten, lief davon und zog den ganzen Rattenschwanz hinter sich her. Der Perser und Raul atmeten erleichtert auf. Monsieur, wann kommen wir endlich zum See? Dort erschüttern wir dann die Mauern mit unserem Geschrei. Christine wird uns hören. Auch er wird uns hören. Über den See können wir nie in die Wohnung eindringen. Warum denn nicht? Weil dort seine Verteidigungsanlage am stärksten ist. Man müsste erst den See überqueren und er ist schwer überwacht. Wir haben nur eine Möglichkeit, Christine Daae zu retten. Das können Sie mir glauben. Und zwar die, in die Wohnung zu gelangen, ohne dass das Scheusal es merkt. Aber wie kann man denn in die Wohnung am See gelangen, ohne den See zu überqueren? Durch die dritte Versenkung, aus der wir leider vertrieben worden sind, zu der wir aber gleich wieder zurückkehren werden. Ich werde Ihnen die genaue Stelle verraten, Monsieur. So kehrten sie allmählich zur riesigen Unterbühne zurück. Sie mussten jetzt auf dem Grund des Fundaments sein, in sehr großer Tiefe. Wenn man bedenkt, dass man die Erde bis zu 15 Meter unter der Wasserader ausgehoben hat, die früher unter diesem Stadtteil verlief. In diesem Augenblick berührte der Perser eine Mauer und sagte: Wenn ich mich nicht irre, könnte diese Mauer zur Wohnung am See gehören. Vorsicht! Und jetzt keine Lücks mehr! Wir werden versuchen, bei ihm einzudringen. Der Perser bedeutete Raul, sich hinzuknien, und dann rutschten sie auf den Knien zur hinteren Wand. Der Perser hielt noch immer kniend an und horchte und lauschte. Raul heftete sich an seine Fersen. Mit seiner freien Hand tastete der Perser die Wand ab. Raul sah, dass er sich mit aller Kraft dagegen stemmte. Ein Stein gab nach. Ein Loch öffnete sich in der Wand. Entschlossen schlüpfte er immer noch auf den Knien in das durch den verschobenen Stein entstandene Loch, welches recht schmal war. Schon bald hielt der Perser an. Raul hörte, wie er das Gemäuer um sich herum abtastete. Dann holte er erneut seine Laterne heraus, beugte sich vor, untersuchte etwas und machte die Lampe sofort wieder aus. Wir müssen uns ein paar Meter lautlos fallen lassen. Ziehen Sie die Schuhe aus. Ich klammere mich jetzt an den Rand dieses Steins und lasse mich in seine Behausung fallen. Folgen Sie meinem Beispiel. Nur keine Bange, ich fange Sie auf. Der Perser setzte sein Wort in die Tat um, und da hörte Raul unter sich auch schon dessen dumpfen Aufprall. Der junge Mann zitterte vor Angst, dass dieses Geräusch sie verraten könnte. Allerdings war die Stille noch viel beängstigender. Kein Hilferuf von Christine, kein Stöhnen. Kamen sie etwa schon zu spät? Raul rutschte auch zur Wand, klammerte sich nervös an den Stein
und ließ sich fallen. Der Perser fing ihn auf. Beide horchten unbeweglich in die Finsternis. Der Perser entzündete wieder die Lampe und richtete den Lichtstrahl auf die Mauer über ihren Köpfen, um das Loch zu suchen, durch das sie gekommen waren. Der Stein hatte sich wieder von selbst geschlossen. Er ließ den Lichtstrahl seiner Lampe über die Wände wandern und beleuchtete dabei einen Baumstamm, der noch zu leben schien, denn er hatte grüne Blätter und seine Zweige rankten sich an der Mauer empor und verloren sich in der Decke. Und da, der Lichtstrahl schien sich wieder zu spiegeln. Raoul streckte seine Hand nach dem Licht aus, nach dem Widerschein. Oh, diese Wand ist ein Spiegel. Ja, ein Spiegel. Wir sind in der Folterkammer gelandet. Die beiden befanden sich in der Mitte eines kleinen Saals, der die Form eines regelmäßigen Sechsecks hatte und dessen sechs Wände von oben bis unten aus Spiegel bestanden. In jeder Ecke sah man deutlich die Scharniere der Spiegel, durch die sie sich drehen konnten, und in einer Ecke befand sich der eiserne Baum. Plötzlich hörten sie links von ihnen ein Geräusch. Zuerst klang es so, als öffnete und schließe sich eine Tür nebenan, dann ein dumpfes Stöhnen. Das eine oder das andere. Die Hochzeitsmesse oder die Totenmesse. Diese Scheusal hat nichts von unserer Anwesenheit in seiner Behausung bemerkt. Du musst dich entscheiden und dir darüber klar werden, was du willst. Ich will wie alle anderen eine Frau haben. Ich habe eine Maske erfunden, durch die ich ein Gesicht wie jede andere erhalten werde. Niemand wird sich mehr nach mir umdrehen. Du wirst die glücklichste Frau sein und wir singen ganz für uns alleine bis zu unserem Tode. Liebe mich. Ich brauche nur geliebt zu werden, um gut zu sein. Wenn du mich liebst, werde ich sanft wie ein Lamm und tue alles, was du willst. Warum weinst du? Du weißt genau, dass du mir wehtust. Der Perser und Raoul dachten nur an die Möglichkeit, Christine Daae von ihrer Anwesenheit zu unterrichten, ohne dass das Scheusal es merkte. Sie konnten jetzt nur mehr aus der Folterkammer gelangen, wenn Christine von ihrem Zimmer aus die Tür öffnete. Plötzlich zerriss eine elektrische Klingel die Stimme nebenan. Es schellt! Nur hereinspaziert! Hereinspaziert! Erik entfernte sich schnell und eine Tür schlug zu. Nun war Christine hinter der Wand alleine. Christine! Christine! Ich träume. Christine! Christine! Ich bin es, Raoul! So antworten Sie doch, Christine! Sie sind doch jetzt alleine! So antworten Sie doch um Himmels Willen! Raoul? Raoul? Ja, ich bin es, Raoul. Es ist kein Traum. Wir sind hier, um Sie zu retten. Aber keine Unaufmerksamkeit. Warnen Sie uns, wenn das Scheusal zurückkommt. Können Sie die Türe öffnen? Nein, ich bin gefesselt. Ich kann mich nicht rühren. Mademoiselle, wenn das Scheusal Sie gefesselt hat, wird es Ihre Fesseln auch wieder lösen. Sie brauchen ihm nur eine Komödie vorzuspielen. Vergessen Sie nicht, dass er Sie liebt. Wie sollte ich Unglückliche das je vergessen? Sagen Sie ihm, dass die Fesseln Sie schmerzen. Psst! Ich höre etwas in der Mauer am See. Gehen Sie schnell, gehen Sie! Selbst wenn wir gehen wollten, könnten wir nicht gehen. Wir sind doch in der Folterkammer. Kein Wort mehr! Alle drei verstummten. Erik kam wieder zurück, nass bis auf die Knochen. Graf Philippe de Chagny wollte über den See zur Wohnung des Phantoms vordringen, aber eine Alarmanlage konnte Erik rechtzeitig warnen. Und so gelang es ihm in der Finsternis, den Grafen de Chagny zu töten. Nun war er wieder bei Christine, welcher es gelang, durch einige nette Worte Erik so weit zu bringen, dass er ihre Fesseln löste. Dann setzte sich das Phantom zur Orgel und spielte und sang, dass es laut durch alle Gewölbe drang. Plötzlich brachen Gesang und das Orgelspiel ab. Was hast du mit dem Säckchen gemacht? Was hast du mit meinem Säckchen gemacht? Ich sollte dich wohl befreien, damit du mir mein Säckchen stehlen kannst. Gib mir gefälligst mein Säckchen zurück. Weißt du denn nicht, dass es das Säckchen von Leben und Tod ist? Hören Sie, Erik, was haben Sie eigentlich dagegen? Du weißt genau, dass nur zwei Schlüssel im Säckchen sind. Was hast du mit ihnen vor? Ich wollte das Zimmer besichtigen, das ich noch nie gesehen habe, weil sie mich nicht hineingelassen haben, aus reiner weiblicher Neugier. Ich kann neugierige Frauen nicht ausstehen. Her mit dem Säckchen! Erik hatte ihr das Säckchen abgenommen.
da konnte sich Raoul nicht mehr halten. Vor ohnmächtiger Wut begann er zu schreien. Sieh, Scheusal, sieh, Ungetüm! Was ist denn das? Hast du nichts gehört, Christine? Nein. Nein, ich habe nichts gehört. Mir schien, als habe jemand geschrien. Als habe jemand aus dem Nebenzimmer geschrien. Da ist niemand drinnen. Ich verstehe. Wirklich niemand. Vielleicht doch zum Beispiel dein Verlobter. Ich habe keinen Verlobten, das wissen Sie genau. Das lässt sich übrigens leicht feststellen, meine geliebte Christine. Raoul taumelte vor Schreck zurück. Durch die Spiegelung der Wände glaubte er, sich in einem Wald zu befinden. Aus dem einen Baum wurden viele. Dem Perser war klar, dass der einzige Ausweg zu Christines Zimmer bestand. Diese Tür war vom Spiegelzimmer aus zwar unsichtbar, aber irgendwo war sicherlich eine versteckte Öffnungsvorrichtung. Der Perser tastete vorsichtig und systematisch jede Stelle der Spiegelwand ab. Diese Stelle konnte ein erbsengroßer Fleck auf einem Spiegel sein, unter dem sich die Auslösefeder befand. Da die Wände des Spiegelzimmers von außen angeheizt wurden, entstand innen das Gefühl von sengender Hitze. Raoul wurde immer nervöser und der Perser suchte verzweifelt weiter nach dem versteckten Mechanismus. Die beiden litten vor Hitze und Durst. Raoul röchelte nur mehr verzweifelt und der Perser rutschte auf den Knien zu ihm. Plötzlich entdeckte er in einer Bodenfuge einen Nagel mit schwarzem Kopf, dessen Funktion er genau kannte. Er hatte die Feder gefunden. Die Feder, welche die Tür in Bewegung setzte. Die Tür, die ihnen die Freiheit schenkte. Vorsichtig betastete der Perser den Nagel und dieser gab unter dem Druck nach. Aber keine Türe in der Wand öffnete sich, sondern eine Falltür am Boden. Zugleich strömte aus dem schwarzen Loch kalte Luft herauf. Die beiden beugten sich über das finstere Viereck wie über eine klare Quelle. Eine Treppe führte in einen Keller. Der Perser zündete wieder seine Laterne an und schleppte sich vorsichtig die Treppe hinunter in den kühlen Keller. Bald gelangte er zum Fuße der Treppe. Auch Raoul folgte ihm nun. Sie befanden sich in Eriks Keller. Rundum waren Fässer gelagert. Fässer? Fässer? So viele Fässer! Das Phantom wird hier sein Trinkwasser gelagert haben. Oder Wein. Er liebt den edlen Tropfen. Versuchen wir, ein Fass zu öffnen. Die beiden öffneten begierig ein Fass und erschraken. Was ist denn das? Das ist kein Wasser. Nein, das ist Schießpulver. In diesem Keller befand sich also der Beweis dafür, dass das Phantom der Oper bereit war, die Pariser Oper samt seinen Besuchern in die Luft zu sprengen. Die beiden kletterten die Treppe zum Spiegelzimmer wieder hinauf und versuchten, mit Christine Kontakt zu bekommen. Christine! Wo sind Sie? Ich bin hier. Erik wird gleich wieder kommen. Er verlangt von mir, dass ich mich entscheide. Ich habe hier ein Schaltbrett mit zwei Figuren. Drehe ich den Skorpion um, dann heißt dies für Erik ja. Und drehe ich die Heuschrecke um, dann heißt das für ihn nein. Ich muss mich entscheiden. Christine, drehen Sie den Skorpion um, nicht die Heuschrecke, sonst passiert ein Unglück. Ja, wir fliegen zur Hochzeit dann. Ach, wir fliegen nun doch alle in die Luft. Wähle aus, Christine. Erik, ich habe den Skorpion umgedreht. Da begann ein Krachen im offenen Abgrund unter dem Spiegelzimmer. Erst schwach, dann stärker, schließlich gewaltig. Plötzlich war das Wasser da. Wassermassen schossen von unten in den Keller und stiegen weiter an. Das Schießpulver wurde vom Wasser getränkt. Das Wasser stieg unaufhaltsam. Der Perser und Raoul riefen nach Erik und Christine. Aber im Zimmer nebenan war niemand mehr. Niemand, der den Hahn schließen konnte. Das Wasser im Spiegelzimmer stieg und stieg und den beiden blieb über dem finsteren Wasser kaum noch Luft zum Atmen. Ihre Kräfte ließen nach und sie verloren das Bewusstsein und versanken. Der Perser wachte als erster auf. Er sah in das maskenverhüllte Gesicht Eriks. Jetzt seid ihr beide gerettet und ich werde euch bald auf die Erde zurückführen,
um meiner Frau einen Gefallen zu erweisen. Erik gab ihm eine Arznei zu trinken und daraufhin schlief der Perser gleich wieder ein. Er erwachte erst wieder bei sich zu Hause. Ein Unbekannter legte ihn vor die Haustüre. Raul und Christine durften zusammen das Reich des Phantoms verlassen. Am Gare du Nord nahmen sie einen Zug, der sie bis ans Ende der Welt bringen sollte. Und Erik, das Phantom der Oper, starb einsam und allein in den unterirdischen Gewölben. Mit einem Lächeln auf den Lippen. Ich wurde geliebt. Christine hat mich geliebt.